Diese Person wird mit einem Camcorder gefilmt. Drehen Sie sich einmal in diese Person hinein. Dieses ist die rechte Hand, der Daumen ist links. Dieses ist das Herz, es befindet sich auf der linken Seite. Zur Bestätigung noch einmal das gleiche mit der linken Hand. Die rechte Hand, und jetzt die linke Hand. Alles erscheint ganz normal. Endlich ist es uns gelungen, das Ego sichtbar zu machen und es zu überführen. Die linke Hand. Und jetzt passiert es. Schauen Sie jetzt auf das Spiegelbild. Und drehen sich wieder in dieses Spiegelbild hinein. Das Spiegelbild hat aber die rechte Hand oben, obwohl die Person die linke Hand gehoben hat. Und Sie glauben Ihrem Spiegelbild? Denn dieses Spiegelbild ist eine Projektion Ihres Egos. Das Ego hat das Herz auf der rechten Seite. Schauen Sie genau hin. Das Ego hat das Herz auf der rechten Seite. Schauen Sie genau hin. Und jetzt sehen wir unser Spiegelbild, unser Negativ, unser Gegenüber. Und Sie glauben Ihrem Spiegelbild? Das bedeutet für uns, wir können unsere Projektionen zwar benutzen, aber wir dürfen ihnen niemals glauben.